Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Im heutigen Video werde ich Ihnen den Service Fernleihe vorstellen. Diesem ersten Video werden noch drei weitere folgen. Diese werden die Themen Fernleihe und Dokumentlieferdienste genau erläutern. In diesem Video werden zunächst ganz allgemeine Fragen beantwortet. Die Fernleihe ist ein Bibliotheksservice, der Ihnen Medien aus Bibliotheken außerhalb Freiburgs besorgt. Die Fernleihe ist also für den überregionalen Austausch wissenschaftlicher Literatur zuständig. Über die Fernleihe werden vor allem Bücher und Zeitschriftenartikel, Aufsätze aus E-Journals und Kapitel aus E-Books geliefert. Nicht bestellt werden können dabei Hochschulschriften, Materialpakete, lose Blattwerke, komplette Zeitschriftenbände und Zeitschriftenhefte. Die Fernleihe darf jede Person, die einen gültigen Hochschul- oder Bibliotheksausweis hat, nutzen. Sie benötigen also nur ein PH-Bibliothekskonto. Eine Fernleihbestellung kostet 1,50 Euro. Für Mitglieder der PH, die keine Studierenden sind, ist die Fernleihe kostenfrei. Mehrkosten können außerdem im Fall einer Auslandsbestellung auf Sie zukommen. Mit den 1,50 Euro sind die Kosten für Kopien bis 20 Seiten abgedeckt. Die Lieferzeit beträgt bei Büchern 2 bis 3 Wochen, die Lieferung von Artikelkopien circa eine Woche. Die Medien sind in der Regel 2 bis 4 Wochen ausleihbar. Die Leihfrist wird von der gebenden Bibliothek festgelegt. Die Medien können außerdem meistens einmal verlängert werden. Bücher und auch die Kopien einzelner Aufsätze oder Kapitel liegen am Serviceschalter zur Abholung für Sie bereit. Jegliche Fernleihbestellungen werden also am Serviceschalter der Bibliothek abgeholt und auch dort wieder abgegeben. Wichtig ist, dass das gewünschte Buch in keiner Freiburger Bibliothek vorhanden sein darf. Die Fernleihe ist, wie schon gesagt, für den überregionalen Leihverkehr zuständig. Auch wenn ein Buch in einer kleinen Institutsbibliothek vorhanden, aber nicht ausleihbar ist, gilt das Buch als vorhanden in Freiburg. Bitte recherchieren Sie also vorher im Freiburger Gesamtkatalog, ob das von Ihnen gewünschte Medium vorhanden ist. Auch wenn eine Fernleihbestellung nicht erfolgreich ist, werden 1,50 Euro berechnet. Das bedeutet, mit dem Abschicken einer Bestellung im System wird das Bibliothekskonto mit dem Betrag von 1,50 Euro belastet. Ich kann Ihnen also empfehlen, sich bei Fragen an die Fernleihstelle der Bibliothek zu wenden. Wir beraten Sie sehr gern. Es kann außerdem eine Nutzungsbeschränkung geben. Diese gelten zum Beispiel für Altbestände. Eine Nutzungsbeschränkung kann bedeuten, dass das Medium nur in der Bibliothek genutzt und nicht ausgeliehen werden darf. An der Hochschule gibt es auch einen Dokumentlieferdienst namens Subito. In Video 4 dieser Videoreihe wird es um diesen Dokumentlieferdienst gehen. Bei Fragen rund um die Fernleihe stehen wir Ihnen über das Ticketsystem der Bibliothek gern zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.